du doch mit. Spektabilis, liebe Frau Frenz, Herr Schnabel, Herr Strube, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, hier eingeladen zu sein und empfinde es als große Ehre, zu der Strube Lecture speziell sprechen zu dürfen. Ich kenne Herrn Strube seit vielen, vielen Jahren. Er ist einer der großen Wirtschaftsführer unseres Landes. Er hat die BASF und ich wohnte ja in Mannheim 8 Jahre, ich habe das hautnah verfolgt, also zu einem Unternehmen der Weltspitze gemacht und sehr viel zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Marktchancen und auch zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft beigetragen. Gleichzeitig war er jemand, der sich immer in die öffentliche Diskussion eingemischt hat, was ich bei vielen Wirtschaftsführern vermisse. In Zeiten der Krise, in Zeiten, wo vielleicht die wirtschaftliche Unvernunft nach meiner Meinung auch obwaltet, hätte ich es häufig für notwendig erachtet, wenn auch die Leiter unserer großen Unternehmen sich stärker in den öffentlichen Diskurs eingebracht hätten. Die löbliche Ausnahme ist Herr Strube, der großartige, wichtige Beiträge geleistet hat. Und ich bin mir sicher, er wird nachher auch in der Diskussion sich noch äußern. Ja, die Zukunft Europas, diese Frage stellt sich schon des Längeren, aber verstärkt seit einem Jahr. Morgen ist der 21. Juni. Am 21. Juni ist etwas passiert, was ich schrecklich fand, nämlich die Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichtes, sich in der OMT-Frage dem EuGH zu unterwerfen. Das ist in der Öffentlichkeit aber kaum beachtet worden. Und 3 Tage weiter, von heute ab, ist dann der 23. Juni, wo die Briten in ihrem Referendum den Austritt beschlossen haben. Und ich habe beide Ereignisse so problematisch empfunden, dass ich den Juni des letzten Jahres als schwarzen Juni sah und habe im Sommer daraufhin mein Buch geschrieben, das Sie schon zitiert haben, Der schwarze Juni, wo ich die ganze Problemlage Revue passieren lasse und dann eben auch mit Vorschlägen komme für die Weiterentwicklung Europas. Denn ich glaube, dass nach dem Brexit kein Stein auf dem anderen bleiben kann. Das liegt schon daran, dass Großbritannien kein kleines Land ist. Es gibt ja Leute, die sagen, wir könnten so zur Tagesordnung übergehen, nachdem die Briten ausgeschieden sind. Aber bedenken Sie, das Sozialprodukt Großbritanniens ist so groß wie das der 20 kleinsten EU-Länder. Es ist also quasi so, als wären jetzt 20 von 28 EU-Ländern gleichzeitig ausgetreten. Wenn man sich das klar macht, ist auch klar, dass man reagieren muss. Und die Briten hatten im Übrigen ja auch ihre Gründe. Sie haben sich darüber geärgert, dass so viel Macht in Brüssel akkumuliert wurde, dass der Brüsseler Apparat das Subsidiaritätsprinzip missachtet hat, dass Entscheidungen getroffen wurden und hineinregiert wurde in die einzelnen Länder, die Bereiche betreffen, die gar keinen europäischen Charakter haben. Was muss Brüssel festlegen, wie viel Stickoxide in Leipzig in die Luft gepustet werden können? Das ist ein Leipziger Problem, aber kein europäisches Problem. Etwas anderes wäre es, wenn es CO2-Ausstoß ist. Das ist natürlich ein Problem von übergeordneter Bedeutung. Oder warum muss Brüssel festlegen, dass die Staubsauger heute nicht mehr so stark saugen dürfen wie noch vor kurzem? Oder die Waschmaschinen begrenzt sind in ihrem Energieverbrauch.
wo wir doch schon eine Regulierung haben des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes über das Cap-and-Trade-System. Das ist ja doppelt gemoppelt und völlig unsinnig, da nochmal im Detail einzugreifen. Man hat sich auch in England aufgeregt über die Migration. Die neuen Bundesländer haben sich stärker aufgeregt, auch darüber als die alten. Und irgendwie schließt sich hier die Brücke zwischen den neuen Bundesländern und Großbritannien. Die Briten sahen das also durchaus kritisch und hatten das Gefühl, dass Deutschland überhaupt nicht in der Lage war und die EU gar nicht in der Lage war, des Problems in irgendeiner rationalen Form Herr zu werden. Es war Chaos pur damals. Das muss man schon eingestehen. Und die Briten hatten sehr viel Migration gehabt in den 50er, 60er Jahren aus den ehemaligen Commonwealth-Ländern. Sehen heute die Spätfolgen dieser Migration und waren eben damit nicht glücklich. Als Ökonom kann man das anders sehen, aber die normale Bevölkerung hatte eben auch hier ihr Urteil gebildet und war deshalb besonders sensibilisiert. Bei den Exit Polls, also direkt nach dem Referendum, hat man die Leute befragt, was das wichtigste Motiv war für ihre Entscheidung, und das war die Migration. Und dann kam mit einem Fünftel des Gewichts alles andere, wie Arbeitsplätze, Investitionen und solche Dinge. Nun, wir müssen jetzt sehen, wie wir vorankommen. Wir müssen Europa ändern und ich glaube, wir müssen die Verträge neu verhandeln. Wir werden sie neu verhandeln, weil schon auch Emmanuel Macron das fordert und die Kanzlerin bei der Pressekonferenz mit ihm vor kurzem zugestanden hat, dass es Neuverhandlungen geben wird. Also wir kommen sowieso jetzt nicht drum herum, uns Gedanken zu machen, wie die neuen EU-Verträge tatsächlich aussehen werden. Dass das nötig ist, liegt auch schon daran, dass das Gleichgewicht der Kräfte in Europa durch den Brexit zerstört ist. Deutschland hat ja sehr viel Gewicht darauf gelegt, Großbritannien in die EU reinzuholen oder damals die EWG reinzuholen in den 60er Jahren. Vielleicht vielen von Ihnen gar nicht bekannte deutsche Außenminister Gerhard Schröder, nicht der Bundeskanzler, zusammen mit Ludwig Erhard hatten erreicht, dass der Bundestag dem Élysée-Vertrag 1963 eine Präambel voranstellte, in der es hieß, ja, wir lieben nicht nur die Franzosen, sondern auch die Briten und wollen, dass die Briten in die Gemeinschaft hineinkommen. De Gaulle hat gekocht, er war dagegen, wollte das nicht, hat das verhindert, solange er lebte, aber als er tot war, 1973, kamen dann die Briten rein unter deutschem Einfluss und als sie dann ein Referendum hatten, ob sie drinbleiben sollten, ist Helmut Schmidt, der damalige Kanzler, nach London gefahren und hat eine flammende Rede gehalten. Wo ist heute der Kanzler, der eine flammende Rede in Großbritannien hält, um die Briten zu überzeugen, beziehungsweise wo war der Kanzler, der vorher gefahren ist, um ein gutes Wort für den Verbleib einzulegen in der Europäischen Union. Damals wurde noch gekämpft. Auch de Gaulle selber hat ja um den Freundschaftsvertrag gekämpft. Der ist über die Marktplätze gelaufen in Deutschland, hat auf einem Marktplatz nach dem anderen eine Rede gehalten, hat eine flammende Rede im deutschen Fernsehen, übrigens in prächtigem Deutsch gehalten, um Deutschland zu überzeugen von diesem Freundschaftsvertrag. Wo sind heute die Politiker, die in ähnlicher Weise emphatisch sich richten, auch an andere Völker, um sie zu überzeugen von der Notwendigkeit des europäischen Weges? Man lässt die Dinge geschehen und geht achselzuckend zur Tagesordnung über. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Nun ist es so, die Briten sind nicht mehr dabei und damit wird sich das Gleichgewicht der Kräfte in Europa verändern, aber nicht nur in so einem allgemeinen Sinne, sondern auch im konkreten numerischen Sinne. Denn wenn man mal schaut, wie die Entscheidungsregeln im Ministerrat sind, das ist das wichtigste Gremium eigentlich in der EU, fast noch wichtiger als das Parlament,
Da heißt es, dass eine Bevölkerungsgruppe, die 35% der EU-Bevölkerung auf sich vereint, nicht überstimmt werden kann. Und diese 35%-Regel ist im Lissabon-Vertrag in die EU-Verträge reingekommen. Es ist nun so, dass Großbritannien zusammen mit den Ländern des ehemaligen D-Mark-Blocks, das sind die Länder, die ein Festkurs-Währungssystem hatten, das ist Holland, Deutschland, Österreich und Finnland, genau 35% der Bevölkerung haben. Das ist also keine Zufallszahl. Dieser Block hatte sich eine Sperrminorität ausbedungen. Und interessanterweise, die mediterranen Länder hatten 38%, beziehungsweise ohne Slowenien und Kroatien, die damals noch keine Rolle spielten, waren es genau 36%. Das heißt, auch dieser Block hatte die Sperrminorität. Es war ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Blöcken. Der eine Block interessiert an Freihandel, weltoffen, mit starken Industrien, der andere Block nicht so starke Industrien habend, eher interessiert an starker Staatsaktivität und einem Protektionismus zum Schutze von minder wettbewerblichen Industriestrukturen. Nicht? Die Franzosen ticken hier anders. Frankreich ist ein Land der Planification, der Staatsinterventionismus. Die Staatsquote in Frankreich ist 56%, in Deutschland ist sie 44-45%. Man hat die Leute, die ihre Jobs in der Industrie verloren haben, sukzessive in den Staatssektor geschoben, beziehungsweise, da das langfristige Prozesse sind, die Kinder dieser Menschen sind in den Staat gegangen und haben dort Stellen gekriegt. Dann haben sie ein Gehalt gekriegt, das Gehalt zählt zum Sozialprodukt und man konnte sich also rühmen, eine stabile Wirtschaftsstruktur zu haben. Nur so richtig essen kann man das nicht, was die Leute beim Staat produzieren. Das ist das Problem. Frankreich hat heute eine Industrie, die ist nur halb so stark relativ zum Sozialprodukt wie die deutsche. Und sie machen sich durch die Aufblähung des Staatsapparates einiges vor, was die Wirtschaftsleistung betrifft, was in Wahrheit gar nicht vorhanden ist. Das ist einer der Gründe, warum Frankreich heute in enormen Schwierigkeiten ist. Nun, wir müssen bedenken, dieses Gleichgewicht durch den Brexit wird insofern verändert, als der erste Block, zu dem Deutschland gehörte, von 35 jetzt auf 25 runtergeht und der andere Block von 36 auf 42 bzw. 38, 43. Nicht? Das ist die Problemlage und damit können die etatistisch orientierten Länder, die an den starken Staat glauben, durchregieren und können ein Fortress Europe bauen oder besser ein Fortress Europe. Und diejenigen, die darunter leiden werden, sind die Deutschen. Denn kein Land ist so in den internationalen Handel eingebunden wie Deutschland. Niemand profitiert von der Globalisierung und der Weltoffenheit der EU so stark wie Deutschland. Und das muss ich Ihnen, Herr Strube, ja nicht sagen, denn Ihr Unternehmen ist, ich weiß nicht, Weltmarktführer oder einer, der besetzt eine der Spitzenpositionen in dem Bereich. Also schon aus dem Grunde brauchen wir einen neuen EU-Vertrag, um die Sperrminoritäten neu zu definieren. Aus wichtigem Grunde muss dieser Vertrag jetzt neu verhandelt werden. Wenn die anderen nicht mitgemacht hätten, hätte ich sogar gesagt, aus wichtigem Grunde müssen wir den Vertrag kündigen zum Zwecke einer Neuverhandlung. Jeden Vertrag kann man kündigen. Es gibt keinen Vertrag, den man nicht kündigen kann, aus wichtigem Grunde. Macron, über dessen Wahl wir nun alle glücklich sind, hat gesagt, dass er ein Europa der zwei Geschwindigkeiten konstruieren möchte. Das ist sein Reformprogramm. Er will die neuen Verträge, um die Eurozone zu einer neuen Staatlichkeit zu entwickeln, indem er ein gemeinsames Budget mit einem gemeinsamen Finanzminister, mit gemeinsamen Verschuldungsmöglichkeiten, sprich Eurobonds, einrichten möchte.
Er möchte ein zweites Parlament haben in Form eines speziellen Parlamentes für die Eurozone. Dann haben wir drei Parlamente. Wir haben die Länderparlamente, wir haben das Europäische Parlament und wir haben das Eurozonenparlament. Und er will eine Vergemeinschaftung der Risiken für die Banken. Er will also eine gemeinsame Einlagenversicherung. Jedes europäische Land soll bei jedem anderen Land die Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Konto versichern, was viel ist. Das ist immerhin das Doppelte des Vermögens eines Medianhaushaltes in Deutschland. Und er will eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, wo also die Länder mit einer kleinen Arbeitslosenquote dann Mittel abtreten, um die Arbeitslosigkeit in den anderen Ländern mitzubezahlen. Er will eine Fiskalunion. Und da frage ich mich, ob das der richtige Weg ist. Denn die Verdichtung der Eurozone zu einer neuen Staatlichkeit bedeutet ja nicht, dass man den europäischen Einigungsprozess vorantreibt. Es ist nach meiner Meinung genau das Gegenteil. Man zieht eine Trennlinie mitten durch Mitteleuropa. Denn wir dürfen ja nicht übersehen, es gibt viele EU-Länder, die gehören gar nicht zum Euro. Was ist mit Dänemark? Was ist mit Schweden? Was ist mit Polen? Was ist mit der Tschechischen Republik? Was ist mit Ungarn? Kroatien? Rumänien, Bulgarien, also viele Länder gehören gar nicht dazu und viele wollen auch gar nicht dazu gehören. Die Polen denken gar nicht daran, dem Euro beizutreten, schon gar nicht, wenn der Euro eine Fiskalunion wird und die Schweden und die Dänen erst recht nicht. Wir ziehen also durch dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten im Grunde eine Trennlinie mitten durch Mitteleuropa, den alten Kulturkreis, zu dem auch wir Deutschen gehören. Und den Briten gegenüber will man jetzt hart sein. Man sagt, es gibt kein Rosinenpicken. Wenn die raus wollen, dann haben wir keine Verträge mehr. Dann gibt es auch Zölle für die Exporte der Briten nach Europa. Und was die Briten dann machen, ist umgekehrt, sie werden Zölle auf unsere Exporte erheben. Da muss man aber bedenken, das ist unser drittgrößter Exportmarkt. Der wichtigste ist die USA, der zweitwichtigste ist Frankreich, der drittgrößte ist Großbritannien. Wir können doch nicht so ohne weiteres akzeptieren, dass jetzt eine Politik der Härte gegenüber Großbritannien praktiziert wird, mit der Folge von Handelsbarrieren. Wer kann denn nur so denken? So kann jedenfalls niemand in Deutschland denken, der halbwegs bei Verstand ist. Ich glaube, auch die Bestrafung ist insofern nicht richtig, als wir doch keine Union haben wollen, die durch Strafen zusammenhängt. Natürlich kann man sagen, wer da austritt, muss die harten Konsequenzen spüren, damit in Zukunft keiner mehr austritt. Aber was ist denn das für eine Vorstellung einer Union von Ländern? Eine stabile Union braucht doch keine Strafen, sondern da macht ja jeder gerne selber mit, und tritt deswegen nicht aus. Also ich habe da große Schwierigkeiten. Es gibt zwei Typen einer Union, die man schaffen kann. Man kann eine Pareto-Union schaffen, um mal einen ökonomischen Begriff hier zu verwenden, und man kann eine Umverteilungsunion schaffen. Pareto ist ein italienischer Ökonom, der eine große Rolle spielt. Pareto-Optimalität heißt, man macht ökonomische Entscheidungen, wo nur Gewinner sind, aber keine Verlierer. Und wenn die EU sich darauf beschränken würde, nur solche Entscheidungen zu treffen, dann wäre sichergestellt, bei jeder Entscheidung würde der Kuchen ein bisschen größer. Mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen, aber es gibt keine Verlierer. Sicher, das begrenzt die Menge der Handlungsmöglichkeiten, weil es ja vielleicht auch Entscheidungen gibt, wo die Gewinner mehr gewinnen, als die Verlierer verlieren. Ja? Aber es ist eine sichere Strategie der Expansion. Und die Alternative ist, wir machen eine Umverteilungsunion, die eben auch zulässt, dass die einen etwas kriegen und die anderen etwas verlieren.
dass Ressourcen von der einen Gruppe von Ländern zu der anderen umverteilt wird und wir beschließen in dieser Union mit Mehrheit, was geschieht. In der Pareto-Union würde man mehr oder weniger Einstimmigkeit oder starke Minderheitsrechte brauchen, um sicherzustellen, dass der Kuchen nur größer wird. Aber in einer Umverteilungsunion würde man zulassen, dass 51% der Stimmgewichte etwas beschließen, was für sie vorteilhaft ist, auch wenn 49% verlieren. Und es wird auch dann beschlossen, wenn die 51% weniger hinzugewinnen, als die 49% verlieren. Dagegen ist man ja gar nicht geschützt. Eine solche umverteilende Union braucht natürlich Austrittsstrafen. Und da sind wir wieder bei der Argumentation mit dem Rosinenpicken. Das gehört dazu. Ich halte das für falsch. Ich glaube, Europa sollte nicht diesen Weg gehen, sondern sollte versuchen, sich auf Entscheidungen zu beschränken, die wirklich Pareto-optimal sind, wo alle was davon haben oder einige was davon haben und andere zunächst vielleicht bei einer bestimmten Entscheidung nichts haben, dabei haben sie bei einer anderen Entscheidung was davon. Das ist der bessere Weg. Davon abgesehen, wenn Sie mal überlegen, was dieses Argument des Rosinenpickens wirklich bedeutet, es geht um die Frage der Freizügigkeit. Die Briten sagen, wir würden gerne weiter mit euch Freihandel haben, aber wir lassen nicht die Freizügigkeit für Menschen zu. Und dann sagt die EU, das geht nicht, man kann nur alles haben oder gar nichts. Das hört sich zunächst plausibel an. Es hat eine gewisse semantische Plausibilität für sich. Aber ökonomisch ist das Unsinn. Weil gerade dann, wenn keine Migration möglich ist zwischen Ländern, der Vorteil des Freihandels für alle beteiligten Länder besonders groß ist. Das liegt daran, dass eben Freihandel und Freizügigkeit für Menschen in gewisser Weise ökonomische Substitute sind, wie die volkswirtschaftliche Theorie, hier sitzen ja auch viele Volkswirte, in aller Breite in der reinen Theorie nachweist. Wenn es freie Migration gibt, dann gibt es eine Tendenz zur Lohnangleichung zwischen den Gebieten, zwischen denen die Migration da ist. Und wenn die Lohnstrukturen ähnlich sind, sind auch die Güterpreisstrukturen ähnlich. Dann braucht man also nicht mehr so viel Handel überhaupt zu treiben. Wenn aber die Freizügigkeit unterbunden wird, dann können sehr große Lohnunterschiede zwischen den Ländern sein, vor allem auch in der Lohnstruktur. Und dann sind auch die Güterpreisrelationen sehr unterschiedlich, dann sind die Handelsgewinne besonders groß. Nicht? Gerade dann, wenn es keine Freizügigkeit gibt, ist der Vorteil der beteiligten Länder aus dem Freihandel besonders groß. Das ist das Gegenteil von dem, was die Damen und Herren in Brüssel sagen. Das ist ungefähr so wie mit der linken und der rechten Hand, das sind Substitute. Ja? Wenn die linke nicht funktioniert, kann es die rechte machen und umgekehrt. Wenn nun die linke Hand irgendwie gehandicapt ist oder angebunden ist, nicht? Was folgt für die rechte? Soll ich die aus Symmetriegründen auch noch anbinden, weil nur beides zusammengehen kann? Das ist doch Unsinn. Gerade dann, wenn die linke nicht funktioniert, brauche ich die rechte besonders stark. Es ist genau umgekehrt. Und was ich hier so einfach sage, das kann ich Ihnen versichern, das ist Gegenstand der ökonomischen Theorie. Das ist einfach die normale Lehrbuchposition in diesem Zusammenhang. Das lässt sich auch hart nachweisen. Also wollen wir nicht dieser EU-Idee folgen. Die Idee, da eine Haftungsgemeinschaft zu machen, wie Macron das vorschlägt, und ja nicht nur er, sondern auch die Italiener und viele andere es vorschlagen, ist auch deswegen problematisch, weil wir dann ganze Völkerschaften zu Empfängern von Ressourcen machen die Länder, die diese Ressourcen empfangen, gewöhnen sich dran und wir halten Lohnstrukturen aufrecht, die gar nicht mehr wettbewerblich sind. Wir treiben Länder in die holländische Krankheit. Das ist auch ein Fachbegriff aus der Ökonomie. Als Holland Gas gefunden hat in den 60er Jahren, hatte man sehr viel Geld, um die Löhne zu erhöhen. Es kam zu einer Aufwertung des Gulden, die Industrie ging kaputt.
holländische Krankheit. Und erst als die Gaspreise fielen und das Gas zur Neige ging, normalisierten sich diese Lohnstrukturen wieder und das Land wurde wieder wettbewerbsfähig. Wenn ich einem Land Ressourcen gebe von einem anderen Land, dann kann ich zwar den Lebensstandard erhöhen, nehmen Sie mal Griechenland, aber ich halte die Löhne, die zu hoch sind, dauerhaft auf einem zu hohen Niveau. Zu hoch nicht aus moralischer Sicht, sondern gemessen an der Produktivität des Landes. Und erzeuge ein zu hohes Preisniveau mit der Folge, dass das Land eben dauerhaft nicht wettbewerbsfähig ist. Also das ist schon sehr problematisch, diesen Umverteilungsweg in Europa zu gehen. Das kann man erst machen, wenn die Länder sehr viel homogener geworden sind nach einer langen Anpassungsphase, die sich über viele Jahrzehnte hinzieht. Es kommt hinzu, dass eine Haftungsgemeinschaft, wenn man eintritt füreinander, zwar wunderschön klingt im Sinne der Solidarität, aber zu Missbrauch führt. Wo die Probleme liegen, das zeigt uns die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 1791 hat Alexander Hamilton, der damalige Finanzminister, die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht, weil er gesagt hat, jetzt haben wir den Krieg gegen die Engländer gefochten und haben gewonnen und sind jetzt unabhängig und diese Vergemeinschaftung ist Zement für den neu gegründeten amerikanischen Staat. Und dann wurde nochmal 1813 eine Sozialisierungsrunde gemacht, weil nochmal ein Krieg gegen die Briten war. Und dann verbreitete sich unter den amerikanischen Staaten die Auffassung, ach, Schulden machen ist eigentlich eine schöne Sache, dann kriegt man Geld und die Lasten der Rückzahlung und Bedienung der Schulden liegen beim Bund. Dann haben die sich verschuldet, Straßen, Brücken, Kanäle gebaut. Es gab einen tollen Wirtschaftsboom, klar, ein keynesianischer Wirtschaftsboom, Nachfrage getrieben durch die Knete, die der Staat hatte sozusagen. Aber das dicke Ende kam nach. Dieser Boom wurde zur Blase. Die Blase platzte 1837. Und von 1837 bis 1842 sind 9 von 29 amerikanischen Staaten und Territorien, die es damals gab, formal in den Konkurs gegangen. Und die anderen, die nicht im Konkurs waren, die waren angeschlagen genug, um nicht in der Lage zu sein, die Lasten mit zu übernehmen. Nichts als Streit und Hass war entstanden durch die Schuldensozialisierung. Weil die Schuldensozialisierung die Zinsen drückt für die überschuldeten Länder, man kann sich beliebig weiter verschulden, die Anleger haben keine Angst vor Überschuldung, weil ja eine andere Instanz dann dafür gerade steht, dass zurückgezahlt wird und es kommt zum Schuldenexzess. Und der Schuldenexzess ruft eine Wirtschaftsblase hervor und die Wirtschaftsblase platzt und dann ist das Theater da. Das ist das amerikanische Problem gewesen. Der amerikanische Historiker Harold James zieht eine direkte Linie von dem Jahr 1842 auf das Jahr 1861, als der Sezessionskrieg begann. Und er sagt, der Sezessionskrieg ist natürlich wegen der Sklavenfrage, die im Übrigen auch weniger eine humanitäre als eine ökonomische Frage war, weil der Norden an die billigen Arbeitskräfte wollte, die der Süden hatte. Es ist eine Krise, ein Krieg gewesen, der auch aufgrund der ungelösten Schuldenfrage zustande kam. Nicht? Dieser Streit um das Schuldenproblem hat beigetragen zu den Spannungen, die sich entluden im Sezessionskrieg. Und erst nach dem Sezessionskrieg haben die Amerikaner Abstand genommen von dieser Vergemeinschaftung der Schulden und haben gesagt, wir haben ein No-Bailout-System. Das heißt, kein Land steht für die Schulden eines anderen ein. Wenn einer Schulden macht, muss er sich mit den Gläubigern, die er hat, selber auseinandersetzen. Und wenn er pleite ist, dann kriegen die Gläubiger halt ihr Geld nicht wieder. Und weil sie das wissen, geben sie von vornherein nicht so viel Geld. Und die Blase kann gar nicht stattfinden. Nicht? Die Blase kann nicht sich aufbauen, weil die Gläubiger Angst haben vor dem Verlust ihres Geldes. Und das diszipliniert und sorgt für eine kontinuierliche Wirtschaftsentwicklung. Die Amerikaner haben dieses No-Bailout-System bis zum heutigen Tage.
Während die Europäische Zentralbank zum Beispiel in dieser Krise in riesigem Umfang Staatspapiere der Krisenländer gekauft hat und im OMT-Beschluss, den ich vorhin erwähnt habe, sogar versprochen hat, das unbegrenzt zu tun, whatever it takes, 2012, gibt es in Amerika das nicht. Die Fed kauft überhaupt keine Staatspapiere. Was glauben Sie, was in Kalifornien los wäre, wenn die Fed jetzt die kalifornischen Staatspapiere kaufen würde? Kalifornien ist pleite, kann die Lehrer im Sommer gar nicht bezahlen, muss den Gürtel enger schnallen. Naja, jetzt haben sie sich langsam berappelt nach ein paar Jahren, aber sie waren pleite, am Rande der Pleite. Minnesota, Illinois sind am Rande der Pleite. Glauben Sie, die amerikanische Zentralbank würde jetzt die Staatspapiere dieser Staaten kaufen? Nein. Wenn sie das tun würde, dann wären die fein raus, brauchten sie nur neue Staatspapiere auf den Märkten zu verkaufen. Die Zentralbank kauft das und das Geld ist da. Und es kann sich dann eben auch eine Blase entwickeln und die nötige Budgetdisziplin ist nicht vorhanden. Budgetdisziplin braucht man immer. Denn wir leben ja nicht im Schlaraffenland, wo die Ressourcen beliebig da sind. János Kornay, der berühmte ungarische Ökonom, hat 1980 einen wichtigen Artikel geschrieben, in dem er gesagt hat, dass lockere Budgetbeschränkungen zum Untergang des Systems führen. Wenn man also mehr Verfügungsrechte gibt über ökonomische Ressourcen, als überhaupt da sind, dann geht das System schief, dann passiert ein Unglück. Und er hat weise damals den Untergang der Sowjetunion vorausgesehen und ist deswegen sehr berühmt geworden mit seinem Aufsatz aus dem Jahre 1980. Lesen Sie ihn mal. Also, da der liebe Gott uns keine Ressourcen unbegrenzt gegeben hat, brauchen wir harte Budgetbeschränkungen und die Summe der Verfügungsrechte über Ressourcen, über alle Menschen, muss genauso groß sein, wie wirklich Güter da sind. Wenn man mehr hat, geht's schief. Nun, die Amerikaner haben das gelernt, haben das berücksichtigt bis zum heutigen Tage. Auch beim Maastrichter Vertrag wurde diese No-Bail-Out-Klausel, das ist heute Artikel 125 AEUV, berücksichtigt und ist geltendes Recht in Europa. Da steht drin, wenn Griechenland pleite geht, dann geht es pleite. Und die Gläubiger Griechenlands kriegen das Geld halt nicht wieder. Nicht die Steuerzahler anderer Länder geben Geld, um die Gläubiger aus der Patsche zu hauen, beziehungsweise ihnen es zu erlauben, sich aus dem Staube zu machen, statt Geld zu verlieren, sondern sie selber verlieren das Geld. Das steht in Artikel 125 AEUV. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Gläubiger gerettet. Die Steuerzahler stehen gemeinschaftlich ein für den Erhalt der Portfolioinvestitionen in Griechenland. Wir wussten, dass wir den Vertrag brechen, sagte Frau Lagarde, damals Finanzministerin in Frankreich. Aber wir haben es getan, um den Euro zu retten. Nahezu wörtlich aus dem Kopf jetzt zitiert. Soweit sind wir in Europa gekommen. Wir hatten die richtigen Prinzipien und wir haben sie gebrochen. Und das gegenseitige Einstehen für die Schulden anderer Länder bedeutet, dass jetzt die Schuldenmacherei weitergeht. Da hat Frau Merkel damals stolz einen Fiskalpakt ausgehandelt und hat gesagt, wenn wir nun schon mit unserer Bonität dafür sorgen, dass ihr euch weiter verschulden könnt, dann müsst ihr wenigstens zusagen, dass ihr euch nicht zu viel verschuldet. Haben sie gemacht. Die Schuldenquote soll jedes Jahr um ein 1/20 des Abstandes zu 60% runtergehen. Schauen Sie mal, was passiert ist. Es ist überall hochgegangen. Bei allen Krisenländern ist sie hochgegangen statt runtergegangen. Man hält sich gar nicht dran. Man nimmt gerne die Bonität, die eben durch die Vergemeinschaftungsaktionen mit den Rettungsschirmen und so weiter entstanden ist, aber man respektiert nicht den Schuldenpakt, den man zum Ausgleich hier gemacht hat. Und da sind wir auch schon eigentlich bei der Natur der europäischen Krise. Das ist eine Krise, die durch eine Schuldenblase entstanden ist, genauso wie in Amerika damals. Es gab zwar keine formale Vergemeinschaftung, ähnlich wie in Amerika unter Hamilton,
aber eine implizite. Als der Euro eingeführt wurde, dachten sich die Anleger, wer jetzt im Euro ist, der kann eigentlich nicht mehr pleite gehen. Denn er hat ja die Druckerpresse im Keller und bevor er pleite geht, wird er sich das Geld drucken, um seine Schulden zu bezahlen. Ich sage es mal ganz einfach. Das war die Erwartung der Anleger. Und dann war auf der anderen Seite Artikel 125 AEUV da, welcher sagt, nein, es gibt keinen Bailout. Man trägt das Risiko des Konkurses. Aber das war nie als glaubhaft angesehen worden. Die gemeinsame Währung und die Gemeinschaftshaftung, die implizit damit angelegt war, hielten die Anleger für wichtiger und haben bedenkenlos Geld in die südeuropäischen Länder geschoben, mit der Folge, dass dort halt kreditfinanzierte Ausweitungen der Staaten, kreditfinanzierte Immobilienbooms stattfanden. In Griechenland hat der Staat sich verschuldet im Ausland, um die Löhne zu erhöhen. In Spanien haben sich die Leute bei ihren Banken verschuldet, um Häuser zu kaufen. Es gab einen Bauboom, die Banken haben sich wieder im Ausland verschuldet und in der Bauwirtschaft konnten die Gewerkschaften dank der guten Auftragslage auch die Löhne erhöhen. Aber die anderen Sektoren der Wirtschaft, die im internationalen Wettbewerb stehen, die hatten Schwierigkeiten mit diesen Lohnerhöhungen, die jetzt in bestimmten Sektoren stattfanden und verloren ihre Wettbewerbsfähigkeit. Nicht? All diese Länder gingen in eine Superinflation hinein durch das billige Kreditgeld, was der Euro brachte. Und in dieser Inflation haben sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ja? Wann ist man wettbewerbsfähig? Naiv oder so landläufig würde man denken, wenn man eine hohe Produktivität hat. Nein, das ist zu eng. Wettbewerbsfähig ist, wenn man Preise hat, die den Weltmarktpreisen entsprechen für die Güter, die man halt verkauft, gegeben die Qualität, die diese Güter haben. Nicht? Jedes Land der Erde kann wettbewerbsfähig sein, wenn es ein Anspruchsniveau hat, das der Produktivität des Landes entspricht. Das letzte afrikanische Land mit der niedrigsten Produktivität dieser Erde kann seine Waren verkaufen, wenn es zu Weltmarktpreisen verkauft. Aber wegen der niedrigen Produktivität ist dann der Lebensstandard miserabel. Wenn man aber versucht, einen Lebensstandard künstlich zu realisieren, sei es durch Geschenke aus dem Ausland oder Transfers, der höher ist, als es die Produktivität erlaubt, ist man zu teuer und nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das war passiert in Südeuropa. Der Kreditfluss ermöglichte es, die Löhne schneller steigen zu lassen als die Produktivität. Die Preise gingen in den Himmel und man verlor halt die Wettbewerbsfähigkeit. Es war eine Kreditblase, die dann platzte, als die amerikanische Finanzkrise überschwappte nach Europa zur Zeit der Lehman-Krise im Jahre 2008, 2007, 2008, also ungefähr vor genau 10 Jahren. Und übrig blieben nur noch Torsos einst halbwegs wettbewerbsfähiger, wenn auch nicht hochproduktiver, Länder in Südeuropa. Und die hangeln sich jetzt von einem Rettungsprogramm zum nächsten. Und versuchen, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit zu ersetzen durch Verschuldung. Die Verschuldung, die eben wieder Mittel bringt. Sie haben im Übrigen auch versucht und erfolgreich, sich die Mittel, die sie nicht mehr bekamen, durch den Verkauf eigener Güter genommen aus der Druckerpresse. Das, was die Anleger schon erwarteten, hat tatsächlich stattgefunden. Man hat in riesigem Umfang sich das Geld gedruckt, das man brauchte zum Leben und das man nicht mehr bekam durch den Verkauf eigener Produkte, weil die Wettbewerbsfähigkeit dahin war. Asymmetrisches Gelddrucken war die Devise in den ersten Jahren des Euro. Und diese Asymmetrie wird im Übrigen gemessen durch die daraus resultierende Nettoüberweisung aus jenen Ländern, die übermäßig Geld gedruckt haben in andere Länder. Das sind die sogenannten Target-Salden, von denen ja auch vorhin schon die Rede war. Diese Target-Salden sind gerade in letzter Zeit sehr stark angestiegen, nachdem sie einen Höhepunkt erreicht hatten 2012, bei den 6 Krisenländern mit 1.005 Milliarden Euro,
gingen sie bis 2014 zurück, bis zum Sommer, und seit dem Sommer 2014 sind sie am Steigen. Und man fragt sich, was dahinter steht. Es steht eindeutig das Neue, und da besteht überhaupt kein Dissens, das sagt die EZB auch, das neue QE-Programm der Europäischen Zentralbank dahinter. In riesigem Umfang kauft die Zentralbank derzeit Wertpapiere aus dem privaten Markt. Seit Beginn 2015 für 2.300 Milliarden Euro will man bis Ende dieses Jahres Wertpapiere gekauft haben. Davon sind 1.800 Milliarden Euro Staatspapiere, die in den Märkten, in den Portfolios sich befinden, und 500 Milliarden private Papiere. Das ist viel. Das ist sehr viel, weil, nur mal als Größenordnung, 1.800 Milliarden sind 600 Transrapid-Strecken vom Münchner Flughafen zum Hauptbahnhof. Eine hätte 3 Milliarden Euro gekostet. Und die eine wäre ja schon zu teuer gewesen für die Bundesrepublik Deutschland. Da wären wir ja finanziell bankrott gewesen, hieß es damals fast. Nicht? Also es ist wirklich viel Geld, um das es hier geht. Oder ein anderer Vergleich: Am Beginn des Programms war die gesamte ausgegebene Geldmenge der Europäischen Zentralbank 1.300 Milliarden Euro. Und jetzt will man nochmal 2.300 Milliarden dazu machen. Denn diese Käufe geschehen ja mit der Druckerpresse. Na, wird Geld gedruckt und dann kauft man die Papiere aus dem privaten Sektor und das Geld zirkuliert. Inflationsgefahren am Horizont sind sicher zu bedenken, aber gut, die Wirtschaftsflaute ist groß, bis bis das Preisniveau so richtig ansteigt, da vergeht einige Zeit. Das ist wie so ein Tanker, den man schwer in Bewegung setzen kann, aber wenn sie mal begonnen hat, kann man den kaum noch stoppen. Das ist dann die Kehrseite. Warum entstehen die Targetsalden durch dieses QE-Programm? Das Programm sieht vor, dass jede Notenbank die Papiere des eigenen Landes zurückkauft, und zwar in Proportion zur Größe des Landes. Die Bundesbank kauft Bundesanleihen, die Banca d'Italia italienische Staatspapiere, die irgendwo in Portfolios sind. Die Banco de España kauft halt spanische Staatspapiere zurück. Das ist eigentlich symmetrisch angelegt, aber es ist nicht symmetrisch von der Wirkung her, weil die Staatspapiere der südlichen Länder gar nicht in diesen Ländern liegen, sondern die liegen irgendwo in der Welt verteilt. Und warum liegen sie da? Da wissen Sie schon die Antwort. Weil diese Länder bis 2008 eine Kreditblase hatten. Sie haben ihre Leistungsbilanzdefizite finanziert durch die Ausgabe dieser Papiere. Sie haben also deutsche Autos gekauft und Staatspapiere stattdessen auf den Weltmärkten verkauft. Da hatten sie das Geld her für die Autos. Jetzt liegen diese Papiere überall in der Welt und jetzt saugen die nationalen Notenbanken die Papiere zurück nach Hause. Das hört sich zunächst harmlos an, aber es bedeutet, dass die Bundesbank hier eingeschaltet wird, weil dieses extra Geld sich fast alles in Deutschland sammelt. Es sammelt sich alles in Deutschland, ein bisschen in Holland noch und in Luxemburg. In Italien liegt nur das Geld, was die wirklich zur Transaktion brauchen, das Minimum. All diese Überschussliquidität sammelt sich bei uns. Beispiel: Die Allianz hat spanische Staatspapiere gekauft. Aber bitte, es kommt jetzt nicht auf die Allianz an, das haben alle Banken und alle Kapitalsammelstellen gemacht. Jetzt kauft die spanische Notenbank von der Allianz die Papiere zurück. Die Allianz kriegt Geld. Von wem kriegt sie denn das Geld? Ja, sie kriegt das Geld von der Bundesbank. Die spanische Notenbank sagt nämlich der Bundesbank: Du, hör mal zu, ich sag's mal so flapsig, ich will die Papiere zurückkaufen, mach mal ein bisschen Geld und gib das der Allianz, sonst rücken die Papiere nicht raus. Na gut, das ist ein formaler Vorgang, das geht nicht so flapsig einher, ist schon klar, nicht? Aber dass Sie das verstehen. Die Bundesbank macht das Geld, gibt das der Allianz, die Allianz gibt das Wertpapier nach Spanien zurück
Und dafür, dass die Bundesbank so nett war, diesen Vorgang zu kreditieren, kriegt sie eine Forderung gegen das Eurosystem. Und das Eurosystem hat eine Forderung gegen die spanische Notenbank. Und das ist aus der Sicht der Spanier eine ganz schöne Sache. Während sie vorher eine Staatsschuld hatten, bei einem privaten Gläubiger, der im Zweifel auch mal lästig werden kann, denken Sie an die Pfändung der argentinischen Schiffe, nachdem Argentinien da pleite war. Die durften sich ja gar nicht in irgendwelche Häfen trauen, dann kamen schon wieder die Gläubiger und haben die gepfändet. Also während so ein privater Gläubiger lästig sein kann, ist es jetzt ein Gläubiger, mit dem man auskommt. Das ist nämlich die Bundesbank. Und die Bundesbank bleibt immer nett. Und wenn sie nicht nett ist, hat man schon politische Mittel, sie zur Raison zu bringen. Das heißt, die Bundesbank wird nie so auftreten können, zumal sie rechtlich gar keine Möglichkeit hat, die Beträge fällig zu stellen. Sie muss das machen und sie darf nie sagen, unsere Forderung müsst ihr jetzt mal irgendwann bedienen. Das geht gar nicht. Im Übrigen darf die Bundesbank nur einen Zins in Höhe des Hauptrefinanzierungssatzes verlangen. Und dieser Zins ist von der Mehrheit der Mitglieder im EZB-Rat inzwischen auf Null gesetzt worden, weil die Mehrheit zu über 60% aus Ländern besteht, die Nettoauslandsschulden haben. Also das sind jetzt Schulden, die können nicht fällig gestellt werden, sie haben einen Zins von Null und sie liegen bei einem öffentlichen Gläubiger statt einem privaten Gläubiger. Viel schöner als diese hässlichen verbrieften Schulden, die man vorher hatte, mit einer Fälligkeit ausgestattet, wo man dann mal in die Bredouille kommen kann. Das QE-Programm ist also eine gewaltige Umschuldungsaktion, die hier stattfindet. Eine Umschuldungsaktion, die die früheren Leistungsbilanzdefizite der Krisenländer, die in der Vorkrisenzeit entstanden bis 2008, nachfinanziert. Im ersten Schritt hat man die Staatspapiere an die Welt verkauft, um das Geld zu haben, um deutsche Autos zu kaufen. Und im zweiten Schritt finanziert jetzt die Bundesbank den Rücktransport dieser Staatspapiere nach Hause. Damit finanziert die Bundesbank die alten Leistungsbilanzdefizite. Wir reden hier bei der Bundesbank inzwischen, jeden Monat wird die Zahl so um 15 bis 20 Milliarden höher, von 857 Milliarden Euro offene Forderungen der Deutschen Bundesbank. Das ist die Hälfte des gesamten Nettoauslandsvermögens der Bundesrepublik Deutschland, welches historisch durch die Summe aller Leistungsbilanzüberschüsse, die wir hatten, aufgebaut wurde. Und dieses Geld werden wir nach meiner Einschätzung niemals zurückkriegen. Wir werden es nicht zurückkriegen im Euro, denn was ist eine Forderung, die ewig steht, die Sie nicht fällig stellen können und auf die kein Zins kommt? Was ist denn die wert? Wie würden Sie die verbuchen, Herr Strube? Mit einem Euro Erinnerungswert in der Bilanz. Ja, die Bundesbank verbucht sie aber mit 857 Milliarden Euro. Nicht? Das Geld kommt nie zurück. Und wenn der Euro platzt, ja, dann ist es sowieso weg, weil nämlich die Schuldnernotenbanken des Südens dann pleite sind. Wie können sie pleite sein? Die können doch selber Geld drucken, von wegen. Sie können nach dem Austritt aus dem Eurosystem sich ihre eigene Währung drucken, aber sie können sich keine Euros mehr drucken und sie haben Euro-Schulden. Nicht? Die Banca d'Italia würde nach dem Austritt pleite sein, weil sie für knapp 400 Milliarden Euro, das ist nämlich die und die Banco de España stehen im Wesentlichen hinter dieser Summe, Schulden hat beim Eurosystem und ihre Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz, das sind Forderungen gegen die eigenen Banken, das sind Forderungen gegen den eigenen Staat, weil sie jetzt die Staatspapiere zurückgekauft haben, das wird alles Lira- bzw. Peseta-Forderungen. Lira, Peseta wertet ab, Notenbank pleite. Ja, was wird dann passieren? Dann wird man sagen, müssen nicht die Staaten einstehen für ihre Notenbanken? Na, Pustekuchen, nichts davon. Denn im Maastrichter Vertrag steht ausdrücklich, dass die Staaten gar nicht einstehen dafür. Es gibt keine Nachschusspflicht für die eigenen Notenbanken. Das heißt, man lässt die Banca d'Italia pleite gehen und macht eine neue Banca d'Italia,
mit denselben Leuten in denselben Gebäuden, aber ohne die alten Schulden. Und dann geht es wieder von vorne los und die Bundesbank schaut in die Röhre. Dann in solch einem Szenario wüssten wir nicht ein noch aus. Da liegt dieses ganze Überschussgeld, was hier erzeugt worden ist, in Deutschland und vielleicht noch Luxemburg und den Niederlanden. Ja? Und es ist viel zu viel für Europa sowieso, es ist dann erst recht zu viel für Deutschland. Oder die Reststaaten, die da möglicherweise noch im Euro sind. Man muss das Geld wieder einsammeln. Aber wie kann die Notenbank das einsammeln, die Bundesbank? Sie müsste sich selber verschulden bzw. selber Schuldtitel verkaufen, damit die Leute ihr Geld wieder hergeben. Dann kann sie das verbrennen, dann ist es weg und dann ist nicht mehr zu viel Geld da. Aber die Bundesbank hat dann eine Schuld. Und sie kann gar nicht diese Schuld übernehmen. So viele Möglichkeiten hat sie überhaupt nicht, die zu bedienen. Das heißt, der deutsche Staat müsste dann, auch wenn er nicht verpflichtet ist, die Bundesbank rekapitalisieren, um eine Inflation in Deutschland zu verhindern. Er müsste ihr Staatspapiere geben, die Bundesbank müsste dann diese Staatspapiere verkaufen an die Allianz in meinem Beispiel. Die Allianz, die Sparer, die ihr Geld der Allianz gegeben haben, sind dann natürlich gerettet, weil dahinter stehen dann die Staatspapiere, die die Allianz hat. Aber das sind ja praktisch dann Forderungen gegen sich selber. Das sind keine Forderungen mehr gegen Ausländer, die aufgebaut wurden durch Leistungsbilanzüberschüsse, sondern es sind nur noch Forderungen gegen den deutschen Steuerzahler. Davon kann man dann den Lebensabend eben nicht bestreiten, weil ja irgendjemand die Steuern aufbringen muss. Warum erwähne ich das? Weil diese Target-Problematik Deutschland erpressbar macht. Wir sind nicht mehr frei in den Entscheidungen. In dem Moment, wo Deutschland sagt, wir gehen auf die Wünsche nach einer Transferunion à la Macron nicht ein, knallt es, dann zerbricht der Euro und dann sind wir diese Forderungen los. Und weil wir das alle wissen und die Politik das auf jeden Fall weiß, wird sie auf jeden Fall lieber einer Transferunion zustimmen. Das heißt dann, die Gläubigerstaaten des Nordens müssen mit Hilfe von Steuermitteln, die sie übertragen in den Süden, ihre Schuldner in die Lage versetzen, den Schuldendienst wieder zu leisten. So geht es eigentlich nicht. So wird es kommen. Also wir Ökonomen unterscheiden ja zwischen normativer und positiver Analyse. Normativ ist das, was sein soll. Positiv ist das, was sein wird oder was ist. Meine Prognose ist, wir kriegen eine Transferunion aus genau dem Grunde, aber wir sollten versuchen, doch noch anders zu verhandeln. Und was sind meine Punkte? Ich habe 15 Punkte, die sind zu viel, um sie hier alle auszubreiten, aber ich konzentriere mich auf einige. Ich würde als erstes einmal, als wichtigsten Punkt, den Euro zu einer atmenden Währungsunion machen. In dem Sinne, dass man da nicht nur rein kann, sondern auch raus. Ein Euro, wo man nur rein kann und nicht raus, ist quasi ein Gefängnis. Mir schwebt eher ein offenes Haus vor mit geregelten Austrittsmöglichkeiten. Denn die Alternative zum Austritt ist die Transferunion. Wenn Länder drin sind, die in der Kreditblase zu teuer wurden, ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, dann muss man sie finanzieren, weil so schnell können sie die Wettbewerbsfähigkeit nicht wiederherstellen. Sie können sie vielleicht wiederherstellen durch eine Deflationspolitik. Das ist aber so etwas Ähnliches wie eine Chemotherapie für einen Krebskranken. Also ist eigentlich niemandem wirklich zu empfehlen. Oder alternativ können sie wiederherstellen, wenn Deutschland ihnen den Gefallen tut, jetzt nachzuinflationieren. Nachdem die Preise explodiert sind im Süden, Deutschland mit seinen Preisen am Boden bleibt, soll Deutschland nachinflationieren, um Südeuropa wieder wettbewerbsfähig zu machen. Das ist natürlich auch eine Strategie, übrigens eine, die gestern oder vorgestern vom IWF propagiert wurde, nicht? Dem Internationalen Währungsfonds. Deutschland soll sich einstellen auf höhere Inflationsraten, um eben dem Süden die Möglichkeit zu geben, durch Zurückbleiben bei der Inflation allmählich wieder wettbewerbsfähig zu werden. Wenn wir das nicht wollen, bleibt es bei der Transferunion. Und
die Aussage, fällt der Euro, zerbricht Europa oder sowas in der Richtung, was die Kanzlerin gesagt hat, kommt gleich der Aussage, wir halten euch alle drin, wir greifen tief in die Tasche, damit ihr es im Euro weiter aushaltet, obwohl ihr nicht wettbewerbsfähig seid. Das, glaube ich, sollten wir nicht tun, sondern wir sollten stattdessen sagen, wer nicht zurechtkommt im Euro, weil er zu teuer geworden ist, soll die Möglichkeit haben, auszutreten, abzuwerten und wettbewerbsfähig zu werden. Das war die Strategie von Wolfgang Schäuble. Der hat im Sommer 2015 genau dieses verfolgt. Er hatte 15 Finanzminister auf seine Seite gebracht, um Griechenland den Austritt zu ermöglichen. Und man sage nicht, er sei kein Freund Griechenlands. Das wäre viel zu eng gesehen. Denn Varoufakis, der griechische Finanzminister, hat ja genau das Gleiche empfohlen. Er hat einen Geheimplan für den Austritt Griechenlands aus der Eurozone entwickelt, mit Kenntnis von Tsipras, aber ohne Kenntnis der restlichen Kabinettsmitglieder, und hat diesen Plan am Abend nach dem Referendum der Regierung unterbreitet. Die anderen Kabinettsmitglieder fanden das nicht gut, und dann ist Varoufakis sofort zurückgetreten, wie Sie wissen. Das alles ist inzwischen bekannt, das hat er ja auch selber erläutert. Ein Austritt würde wirklich sehr viel helfen, weil er die Möglichkeit bietet der Abwertung. Wenn die Drachme wieder eingeführt wird, die Drachme wertet ab um die Hälfte, dann wird das segensreich wirken über folgende Mechanismen. Erstens, und das ist der wichtigste Mechanismus, die Importe werden teurer. Das heißt, die Leute kaufen nicht mehr Tomaten in Holland, wie sie das tun, kein Olivenöl in Deutschland, sondern gehen zu ihren eigenen Bauern und kaufen die Sachen da. Dann haben die Bauern zu tun, stellen neue Leute ein, Wirtschaft kommt auf Schwung. Also die Importsubstitution ist der Haupteffekt. Zweitens kann man sagen, der Export touristischer Dienstleistungen wird noch so ein bisschen belebt. Gut, das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber drittens, es kommt zu einem Rückfluss von Kapital. Die reichen Griechen, die ihr Geld ins Ausland gebracht haben, würden nach einer Abwertung sofort zurückkommen, Immobilien kaufen, renovieren, es gäbe einen Bauboom. Wir haben das 1992 gesehen, als die Lira in Italien so stark abwertete. Schwupps, danach gab es einen Bauboom, wegen dieses Effektes, weil sehr viel Kapital nach Italien floss. Wir haben im IFO-Institut 71 Länder untersucht, die in Währungsschwierigkeiten waren, abgewertet haben. Fast alle Länder sind nach 1 bis 2 Jahren wieder auf einen Wachstumskurs gekommen. Das ist das stärkste Mittel überhaupt, das sie haben, um eine Wirtschaft, die nicht wettbewerbsfähig ist, wieder wettbewerbsfähig zu machen. Offene Währungsunion. Und dann sollte man diesen Ländern natürlich die Möglichkeit geben, auch wieder zurückzukehren, wenn sie es dann möchten. Und wenn sie die Bedingungen für den Euro erfüllen. Das ist besser, als eine ganze Generation von jungen Leuten, wie das heute der Fall ist, zur Massenarbeitslosigkeit zu verdammen. Wir haben eine Jugendarbeitslosenquote von knapp unter 50%. Alles wegen dieser Idee, den Euro zu erhalten für Griechenland. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Der Euro ist kein Ziel der Politik, sondern ein Mittel für Prosperität und Wohlstand und Frieden. Und wenn er das nicht erfüllt, dann muss man darüber nachdenken, wie man das ändern kann. Der Euro ist doch nur ein Verrechnungssystem. Wie kann man sagen, dass ein buchhalterisches Verrechnungssystem auf die Ebene eines Ziels erhoben wird und dafür eine ganze Generation von jungen Leuten keine Jobs kriegt, weil das Land nicht wettbewerbsfähig ist? Ich halte das für absolut hirnrissig, so überhaupt zu denken. Es muss so ein bisschen... Ich habe noch nicht in der DDR gelebt, aber ich habe mir sagen lassen, hier gab es damals bei den Kommunisten auch sowas Ähnliches. Der Sozialismus schafft Frieden und Freunde und Prosperität. Ja, er ist ein Mittel zu diesem Ziel, zu diesem Zweck. Und als er das Ziel nicht erreicht hat, wurde er selber zum Ziel gemacht. Dann wurde er selbst heilig gesprochen und man durfte ihn nicht in Frage stellen. Das dürfen wir doch nicht wiederholen. Nicht? Seid ihr nicht für den Sozialismus, seid ihr für den Krieg, wurde den Kritikern gesagt. Als gäbe es nicht vielleicht noch andere Varianten des Lebens außer Krieg und Sozialismus. Und wir sind hier auf gefährlichem Wege in Europa, indem wir den Euro
vom Mittel zum Ziel der Politik machen. Gut, zweiter Punkt. Konkursordnung für Staaten. Es ist absolut erforderlich für eine Föderation, dass klar ist, dass wenn Investoren, Gläubiger einen Staat finanzieren, dass sie für die Konsequenzen aufkommen, wenn sie dem zu viel Geld gegeben haben. Wenn der Staat dann überschuldet ist und pleite ist, dann kriegen sie halt ihr Geld nicht wieder, Punkt. Und nur wenn sie das wissen, geben sie das Geld nicht. Nur dann kommt die Blase nicht zustande, der Südeuropa in die Situation der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit überhaupt getrieben hat. Dann kann sie auch nicht platzen. Das haben ja die Amerikaner erkannt, nach den Fehlern der ersten Jahrzehnte unter Alexander Hamilton. Das ist das Wesenselement einer jeden Föderation, die funktioniert. Auch in der Schweiz ist das so. Denken Sie mal nicht, wenn ein Kanton pleite geht, dass die anderen Kantone für ihn einstehen und den Gläubigern das Geld wiedergeben. Die Gläubiger müssen verzichten auf ihre Forderungen. Und deswegen gibt es keine Schuldenexzesse in der Schweiz. Wir haben ja vor kurzem dieses Leukerbad-Urteil gehabt, vor einigen Jahren, wo nicht ein Kanton, aber eine Gemeinde pleite ging. Und da haben die Gläubiger gesagt, ja, dann bitte Wallis, Kanton Wallis, wo Leukerbad dazugehörte, dann musst du halt zahlen. Und dann wurde aber nochmal rechtlich festgestellt, nein, das ist nicht so, da zahlt keiner. Die Gläubiger kriegen ihr Geld nicht wieder. Und seitdem ist Ruhe in der Schweiz. Seitdem gibt es keine Gläubiger mehr, die einfach Städte im Übermaß finanzieren. In einem Maß, wie sie es gar nicht zurückzahlen können. Griechenland ist pleite, ist schon mehrfach im Konkurs gewesen, im 19. Jahrhundert mehrfach, ist auch im Eurosystem mehrfach im Konkurs gewesen. Wir haben Anfang 2012 einen Schuldenschnitt zu Lasten privater Gläubiger von 105 Milliarden gehabt, im Herbst 2012 zu Lasten öffentlicher Gläubiger von barwertmäßig 43 Milliarden Euro, im Sommer 2015 hat der Rettungsschirm EFSF Griechenland formal bankrott erklärt. Also drei Konkurse bereits im Euro und jetzt kommen sie immer noch nicht auf den grünen Zweig, nachdem sie mehr Geld gekriegt haben. So geht es doch nicht. Die Gläubiger müssen verzichten. Man muss jetzt einen Schuldenschnitt zugunsten von Griechenland machen, was der IWF ja fordert. Aber man darf sie dann nicht im Euro lassen, sondern sie müssen dann raus und abwerten, damit sie in der Lage sind, in Zukunft ihr Leben selber zu finanzieren. Das ist das Entscheidende. Man kann nicht sagen, wir machen einen Schuldenschnitt, sie bleiben im Euro und das ganze Spiel geht von vorne wieder los. Mein dritter Punkt, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank muss wieder zu normalen geldpolitischen Regeln zurückkehren. Sie darf nicht ins Risiko gehen und marode Banken und marode Staaten finanzieren. Und damit alle Eigentümer, die sie hat, nämlich die Finanzministerien der Eurozone, praktisch ins Obligo nehmen. Viertens, die Targetsalden, die die Bundesbank derzeit zwingen, in riesigem Umfang eine Nachfinanzierung der alten Leistungsbilanzdefizite vorzunehmen, die im Übrigen aus der asymmetrischen Bedienung der Druckerpressen resultieren, müssen getilgt werden. In Amerika gibt es 12 Distrikte der FED, da gibt es auch sowas wie Targetsalden, ISA-Salden heißen die, die werden einmal im Jahr getilgt. Das heißt, wenn eine Notenbank andere Notenbanken bittet, an ihrer Stelle Zahlungen zu leisten und damit zu kreditieren, dann müssen sie das tilgen. Wir haben ja diese Tilgung immer gehabt. Sie alle kennen die Wildwestfilme. Sie wissen, dass mit den Räubern und den Postkutschen, die das Gold transportieren, haben Sie alle gesehen, das ist Tilgung von Salden zwischen Banken. Wenn eine Bank einer anderen einen Zahlungsauftrag gibt, die andere für die erste also einen Kredit gewährt, indem sie Geld rausrückt an irgendeinen Kunden, damit er eine Ware liefert, dann muss die Schuldner-Notenbank einmal im Jahr
tilgen, wenn keine gegenläufige Buchung ist. Und da hat sie die Goldbarren halt transportieren müssen zum Abgleich dieser Salden. Nicht? Dann kamen aber die Räuber, wie gesagt, und das ist zwar ein schöner Stoff für die Filme, aber es war, hat nicht funktioniert, das System. Und dann haben die Amerikaner aus dem Grunde irgendwann mal gesagt, das geht so nicht, wir haben eine gemeinsame Währung, wir brauchen jetzt auch eine gemeinsame Zentralbank. Das war aber erst 1914. Und die gemeinsame Zentralbank bestand im Wesentlichen darin, dass sie das Gold, was immer vorher transportiert wurde, in Washington auf einen Haufen gelegt haben und nur noch umgebucht haben zwischen den einzelnen Teilzentralbanken, die es da gab für die einzelnen Regionen. Wir haben in Europa ein System ohne Tilgung. Deutschland ist der Kaufladen. Da kann man einkaufen, was man will. Man lässt anschreiben bei der Bundesbank. Die bezahlt das alles. Und die Bundesbank kann nie sagen, jetzt stelle ich das fällig. Nicht? Wäre das nicht schön, wenn man einen Kaufladen hätte? Da kann man kaufen, so viel man will, ein Kaufhaus. Und die führen einfach nur eine Liste, wie viel Schulden man hat. Aber sie haben nie das Recht, Zinsen zu verlangen und nie zu sagen, jetzt ist Schluss. Und nie zu sagen, jetzt wollen wir aber das Geld haben. Das ist Deutschland. Und dann rühmen sich manche des Exportüberschusses, ja, der dabei entsteht. Und andere beschimpfen Deutschland wegen des Exportüberschusses. Überlegen Sie mal, in welche Bredouille wir reingekommen sind durch diesen Unsinn. Präsident Trump wirft Deutschland die Exportüberschüsse vor und bedroht Deutschland jetzt speziell mit Strafzöllen, weil Deutschland ein Land ist, das einen positiven Leistungsbilanzsaldo mit Amerika hat. Wir schieben das noch so von uns, das kann doch nicht wahr sein, aber irgendwas wird passieren. Der Mann ist kaum berechenbar. Und das alles wegen dieses Systems, nicht? Wir verschenken quasi die Hälfte unserer Exportüberschüsse und kriegen dann noch Schimpfe von den anderen dafür? Das kann doch nicht wahr sein. Also brauchen wir ein System zur Tilgung der Tagessalden und dann hört der Spuk auf. Länder, die also die Bundesbank in die Pflicht nehmen wollen zur Kreditierung von irgendwas, zum Rückkauf von Staatspapieren, zum Kauf von Gütern, die müssen mit richtigen marktfähigen Papieren, am besten mit Gold, einmal im Jahr tilgen. Und dann hören sie auf, das zu tun. Dann werden sie das nicht mehr verlangen von der Bundesbank. Es ist nicht so, dass der Zahlungsverkehr dann zusammenbricht oder irgendwas. Nein, aber dieses Schuldenmachen bei der Bundesbank hört dann sofort auf. Weil der Anreiz nicht da ist. Dann wird das Geld knapp in diesen Ländern, dann steigt der Zins und dann kommen vielleicht wieder private Anleger und finden es dann doch attraktiv, Kredite nach Spanien oder Italien zu geben. Das war der vierte Punkt. Und dann müssen wir natürlich auch mal überlegen, wie kommen denn diese ganzen Entscheidungen bei der Europäischen Zentralbank zustande? Jedes Land hat eine Stimme, Malta hat eine Stimme, Deutschland hat eine Stimme. Malta haftet für gar nichts, Deutschland so gut wie gar nichts, weil es klein ist. Deutschland haftet für ein Viertel der Verluste des europäischen Zentralbanksystems. Das geht auch nicht. Das Grundprinzip Stimmrecht nach der Haftung ist bei allen Unternehmungen üblich und es ist natürlich auch beim IWF, dem Internationalen Währungsfonds, genau so. Auch dann würde manches anders sein. Ja, und dann gibt es einen großen Komplex von Dingen, die wir bei der Migration berücksichtigen sollen. Wenn die Briten Sorgen hatten wegen der Migration, Angst hatten, dass die Migranten durch den britischen Sozialstaat wie Magneten angezogen werden, Migranten aus ärmeren Ländern, dann hatten sie hier schon einen Punkt. Es ist sinnvoll, dass wir Migration haben in die Arbeitsmärkte. Wenn Lohnunterschiede Migration anregen, ist das sehr sinnvoll und nützlich. Wenn aber die unterschiedlichen sozialstaatlichen Leistungen Migration anregen, dann ist das weniger nützlich. Und beides kommt halt zusammen. Nicht? Beides kommt zusammen. Es geht hier nicht darum, dass Menschen von vornherein irgendwo hinwandern, bloß um in den Sozialstaat zu kommen. Aber auch wer als gering qualifizierter arbeitet, ist ja Nettoempfänger staatlicher Ressourcen. Er kriegt seinen Lohn. Er zahlt wenig Steuern und kriegt das ganze Potpourri an staatlichen Leistungen, auch Sozialleistungen, zurück. Er kriegt also netto noch Geschenke vom Staat.
wir wollen dieses System in Deutschland. Das ist eine Art Versicherungssystem, wo die Glück hatten, letztlich zahlen an die Pech hatten und nicht so viel Glück hatten. Aber wir können nicht das Tor aufmachen für Leute aus anderen Ländern, denn dann kommt es zur Magnetwirkung dieser Sozialstaaten und zu einer Sammlung von Sozialmigranten in den besseren Sozialstaaten. Und die besseren Sozialstaaten gehen vor die Hunde. Das ist etwas, was für Ökonomen eine Trivialität ist. In den 90er Jahren gab es sehr viel Literatur, Dutzende, Hunderte von wissenschaftlichen Beiträgen haben dieses Thema durchleuchtet. Die Politik wollte davon nichts hören. Inzwischen ist das Kind in den Brunnen gefallen und es ist allzu offenkundig, was die Effekte sind. Man müsste jetzt reagieren. Cameron wollte eine begrenzte Integration von Sozialhilfe Empfängern in das jeweilige Gastland. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde vorschlagen, dass man teilt unterscheidet gedanklich zwischen erarbeiteten und ererbten Sozialleistungen. Erarbeitete Sozialleistungen wie Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung kriegt man im Gastland. Da hat man ja was dafür getan. Und andere Sozialleistungen, wie die Existenzsicherung für Leute, die gar nicht arbeiten können, weil sie krank sind oder so und noch nie gearbeitet haben vielleicht, sind vom Ursprungsland, vom Heimatland zu erbringen, wenn es um EU-Bürger geht. Wir reden hier nicht über Asylanten, die aus Drittländern kommen. Wir reden über EU-Migration. Also, es gilt ein Heimatlandprinzip für ererbte Sozialleistungen. Man kann diese Sozialleistungen in dem Land beanspruchen, aus dem man kommt. Man kann sie in einem beliebigen anderen EU-Land konsumieren. Man ist nicht beschränkt. Aber die erarbeiteten Sozialleistungen kommen vom Gastland. Und dann hört das mit der Magnetwirkung auf. Dann habe ich vollkommene Freizügigkeit. Der Sozialstaat, die freie Migration und die Inklusion der Migranten in das Sozialsystem sind drei hehre Ziele, die sich beißen. Ein Ziel geht vor die Hunde. Im Zweifel geht der Sozialstaat kaputt, wenn man das so laufen lässt. Man muss eines der Ziele opfern und das Inklusionsprinzip einzuschränken, ist, glaube ich, der richtigere Weg. Dann beinhaltet mein Programm die Frage der Asylgewährung, Asylanträge außerhalb der Grenzen der EU. Dann ein Programm zur Stabilisierung der Anrainerländer, wie es Sarkozy früher schon mal vorgeschlagen hatte, jetzt speziell der nordafrikanischen Länder, um eben den Migrationsdruck zu nehmen. Dann ein Subsidiaritätsgerichtshof, wie der ehemalige Präsident Herzog das gefordert hat, sodass also Brüssel kontrolliert werden kann, dass sie nicht Dinge tun, die gar nicht ihre Sache sind, nicht? Zum Beispiel NOx-Werte festzulegen, wo es keine länderüberschreitenden Externalitäten gibt. Das ist einfach nach dem Subsidiaritätsprinzip nicht Aufgabe von Brüssel. Der würde das kontrollieren. Und dann mein letzter Punkt. Wir müssen uns besinnen auf das, was Europa wirklich sein soll. Und was soll es wirklich sein? Es soll eine Friedensunion sein. Der Nachkriegsgeneration war das klar, dass die Lehre aus den schrecklichen Weltkriegen nur sein konnte, dass man eine Sicherheitspartnerschaft hat, sogar im Sinne einer gemeinsamen Armee. De Gaulle, Adenauer und all die anderen wollten das. Sie haben einen Vertrag gemacht darüber, über die Westeuropäische Verteidigungsunion. Dieser Vertrag ist dann gescheitert an der französischen Nationalversammlung im Jahre 1954. Und nachdem der gescheitert war, das wäre ja der Schritt zu einer politischen Union gewesen, ist man ersatzweise ins Wirtschaftliche gegangen. Das war so lange gut, wie Freihandel gemeint war. Aber die Probleme fingen an mit dem Euro, der eben nicht eingebettet war in eine politische Union. Wir müssen uns rückbesinnen
auf die politische Friedensunion in Europa. Und meine Forderung wäre, perspektivisch zumindest am Horizont, alle Armeen müssen abgeschafft werden. Das klingt jetzt naiv, ich weiß das schon sehr wohl. Aber wenn es keine Armeen mehr gibt in Europa, dann gibt es auch keine Kriege zwischen den europäischen Ländern mehr. Wir müssen die politische Union haben. Aber die sollten wir uns auch nicht abhandeln lassen als Ziel. Da müssen wir hin. Gefährlich wird es, wenn wir den Euro-Weg fortsetzen und den Euro jetzt ergänzen durch eine Fiskalunion. Eine Fiskalunion ist alles andere als eine politische Union. Ich behaupte sogar, wenn wir den Weg in die Fiskalunion gehen, kriegen wir die politische Union niemals. Warum nicht? Weil die Franzosen sie nicht wollen. Sie wollen ihre Force de Frappe nicht unter europäische Kontrolle stellen. Die Atom-U-Boote, die es da gibt, die sollen Frankreich schützen, Punkt aus. Und die sind unter französischer Kontrolle und nicht unter europäischer Kontrolle. Aber das passt nicht zur europäischen Idee. Das geht nicht. Die Franzosen müssen sich auch in diesem Punkte bewegen. Aber wenn wir Deutschen unsere Geldbörse auf den Tisch legen, jetzt, und den Wünschen von Herrn Macron folgen, die auf dem Tisch liegen, und von Renzi und anderen, und alles Mögliche sozialisieren, warum sollen die anderen dann die Konzession machen und eine echte politische Union akzeptieren? Es wird nicht passieren. Es ist ungefähr so wie in folgendem Witz, lassen Sie mich damit schließen, Frau Merkel liebt Herrn Macron. Soll ja so sein, dass ältere Frauen Herrn Macron auch lieben können. Herr Macron liebt das Geld von Frau Merkel. Die beiden reden über Heirat. Also nämlich eine politische Union. Herr Macron schlägt vor, doch vielleicht vor der Hochzeit schon einmal eine Gütergemeinschaft einzuführen. Glauben Sie, es kommt dann noch zur Heirat? Nein. Vielen Dank. Thank you.